Optionsscheine und Zertifikate sind keine Termingeschäfte. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu diesem kurzen Update begrüßen. In der vergangenen Woche gab es ein neues Schreiben des Bundesfinanzministeriums. Sie können dies auf der Website entsprechend finden und auch ich werde das hier noch einmal verlinken. Es geht zu verschiedenen Themen. Wichtig für die meisten Anleger wahrscheinlich die Definition dessen, was überhaupt ein Termingeschäft ist. Sie können das hier entsprechend auch nachlesen, aber ich glaube, von größerer Bedeutung insbesondere die Unterscheidung zwischen Optionsscheinen, Hebelzertifikaten und anderen Termingeschäften. Während Optionsscheine und Zertifikate nicht als Termingeschäft gesehen werden und dementsprechend auch nicht dem neu geschaffenen Verlustverrechnungskreis unterliegen und die Begrenzung der Verluste auf 20.000 Euro pro Jahr mit entsprechenden Vorträgen hat ja für großen Wirbel gesorgt. Auch Fragen der Verfassungsmäßigkeit werden mit Sicherheit mal wieder aufgeworfen. Aber wir sehen vor allem auch hier, dass diese Begriffsdefinition natürlich wichtig ist, weil zu den Termingeschäften zählen eben die Optionen, wie sie an Terminbörsen wie der Eurex gehandelt werden, Swaps, CFDs, Futures, Forwards, die zählen alle zu diesen Termingeschäften, Optionsscheine und Hebelzertifikate nicht. Ist das nun allein für Trader, die sehr viel an den Börsen handeln, relevant? Hier wurden zum Teil ja Kapitalgesellschaften gegründet, um entsprechend hier ein besseres Besteuerungsregime zu generieren. Oder ist das auch für strategische Anleger respektive Kunden von Vermögensverwaltern relevant? Wir glauben, dass das auch für die strategischen Anleger relevant ist. Der Hintergrund ist sehr simpel. Häufig setzen Vermögensverwalter und auch professionelle Anleger auch in Advisory-Mandaten Optionsgeschäfte ein, um sich gegen starke Preisrückgänge am Aktienmarkt abzusichern. Zum Teil wird es als Timing-Instrument genutzt, zum Teil wird es natürlich auch genutzt, um sogenannte Extremrisiken, sogenannte Fat-Tails, abzusichern. Und wenn wir nun eine Unterscheidung haben zwischen den Optionen, die beispielsweise an der Eurex gehandelt werden, wenn Sie dort einen Put erwerben, einen sogenannten Long-Put, wie der Profi sagen würde, im Vergleich zu einem Optionsschein, dann muss man natürlich hinterfragen, inwieweit Strategien angepasst werden müssen. Aus der steuerlichen Perspektive erscheint es dann sinnvoller, diese Absicherung nicht mehr über die börsengehandelte Option an der Eurex umzusetzen, sondern eben über den Optionsschein. Das erhöht die steuerliche Effizienz, weil sie diese Verlustbeschränkungsthematik damit nicht haben. Auf der anderen Seite sind Optionsscheine typischerweise mit einem Gegenparteienrisiko versehen, haben also wieder eine weitere Dimension, die in die Betrachtung einzubeziehen ist. Von daher dieses Urteil, respektive diese Klarstellung, so muss man es ja korrekterweise formulieren, hat Relevanz für strategische Anleger. Ein anderes Urteil haben wir aber zusätzlich noch bekommen und hier geht es konkret darum, inwieweit es verfassungsgemäß angemessen ist, dass Verluste aus Aktien nur mit Gewinnen aus Aktien verrechnet werden dürfen, warum man hier nicht mit allen anderen Kapitaleinkünften wie beispielsweise Gewinnen aus Fonds eine Verrechnung vornehmen kann. Hier auch ein Urteil, was ich Ihnen abgetragen habe vom Bundesfinanzhof. Man sagt, also diese Ungleichbehandlung, die ist nicht ganz eindeutig nachzuvollziehen. Also brauchen wir eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Also auch hier auf der steuerlichen Thematik gilt es noch etwas zukünftig zu berücksichtigen. Und wir stellen fest, dass nach dem ganzen Hin und Her rund um Vermögenssteuern, Anpassungen der Erbschaftsschenkungssteuer, viele Themen, die wir im Rahmen der Bundestagswahl und der Angst vor einer rot-rot-grünen Regierung hier gesehen haben, dass auch auf der ertragssteuerlichen Ebene einige Themen zu berücksichtigen sind, die Anleger auf dem Schirm haben sollten, nicht nur im Nachhinein, wenn es darum geht, die steuerliche Deklaration durch den Steuerberater vorzunehmen, sondern bereits heute zu überlegen, wie können Anlagestrategien steuereffizient umgesetzt werden, um hier natürlich keine Nachteile zu erleiden, weil bei der Steuer gilt häufig, wer nicht mitdenkt, der trägt das gleiche Marktrisiko, hat aber niedrigere Netto-Nachsteuerrenditen und das muss im aktuellen Umfeld nicht sein. In diesem Sinne darf ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre dieses Schreibens wünschen, auch die Diskussion und die Überlegung dessen, was das für Ihre private Anlagestrategie bedeutet. Bleiben Sie gesund, bis bald, auf Wiedersehen.